Frau Leukefeld, Sie halten sich jetzt zwar in Beirut auf, waren aber bis vor wenigen Stunden, kann man sagen, eigentlich in Damaskus, wo heftige Kämpfe zwischen den Rebellen und den Regierungsgruppen getobt haben. Wie haben sich denn diese Gefechte auch auf die einfache Bevölkerung ausgewirkt? Also wie ist die Lebenssituation der Bevölkerung momentan in Damaskus? Ja, also ich bin jetzt einen Monat dort in Damaskus gewesen und fast täglich und auch in der Nacht hat man also diese Kampfgeräusche gehört, Artillerie, Geschosse, Mörsergranaten. Das war aber vom Zentrum aus eher so 5 bis 6 oder 7 Kilometer entfernt in Richtung Osten vor allen Dingen. Dort gibt es also Stadtteile beziehungsweise Vorstädte und Satellitenstädte, in denen sich die Aufständischen festgesetzt haben und die also massiv angegriffen werden von der Armee. Das hört man in der Stadt ständig und die Leute sagen halt so, wir haben uns daran gewöhnt an diese Geräusche und gehen eigentlich, soweit es möglich ist, also auch ihrem Alltag nach. Die Armee selber hat ziemlich viele Fortschritte gemacht, sagt man. Also es sind einige Industriegebiete wieder freigekämpft worden von den Aufständischen. Und das wird also von den Damaszenern selber eigentlich als sehr positiv gesehen. Der Vorort Madamir, das ist also ein Vorort, der liegt westlich von Damaskus, der wird belagert von der Armee. Und dort können auch keine Hilfsgüter hingebracht werden, also Hilfsorganisationen wie der syrisch-arabische Rote Halbmond oder das Internationale Komitee vom Roten Kreuz haben mehrfach versucht, dort Hilfsgüter hinzubringen. Insgesamt 7 Mal hat man mir erzählt. 7 Mal sind sie abgewiesen worden mit der Begründung, die Sicherheitslage ließe das nicht zu. Also die Armee hat da offensichtlich das Ziel, die Leute auszuhungern. Zivilisten sind im Wesentlichen aus dem Ort geflohen, schon vor einem Jahr, als die Kämpfe dort begonnen haben. Aber es befinden sich natürlich immer noch mehrere tausend Personen dort. Und eine ähnliche Situation gibt es in dem Flüchtlingslager Yarmouk, wo sehr viele Palästinenser gelebt haben, aber auch viele Syrer. Und dort ist auch eine Art Belagerungszustand. Wie würden Sie das denn generell beschreiben? Also wie ist das militärische Kräfteverhältnis generell im Land? Also man weiß heute ja auch von Aleppo zum Beispiel, dass Teile der Stadt von den Rebellen besetzt sind. Wie tariert sich das aus? Die syrischen Streitkräfte sind zweifelsohne im Vormarsch. Sie sind stärker, sie sind nicht gespalten, die Armee ist nicht gespalten, wie das viele also noch vor 2 Jahren oder vor einem Jahr vorausgesagt hatten. Sie sind offensichtlich besser ausgerüstet, sie sind besser trainiert, sie haben eine neue Strategie und eine neue Taktik, um gegen die Aufständischen vorzugehen. Und das sieht man also sowohl im Umland von Damaskus, das sieht man in Homs und auch in Aleppo. Die Aufständischen verüben vor allen Dingen Sabotageakte gegen militärische Einrichtungen, aber auch gegen zivile Infrastruktur, wie zum Beispiel gegen Elektrizitätswerke. Also im vergangenen Monat ist das 2-mal der Fall gewesen. Im Umland von Damaskus sind also 2 zentrale Elektrizitätswerke von den Aufständischen angegriffen worden, mit dem Ergebnis, dass für bis zu 48 Stunden der Strom ausgefallen ist in Damaskus, in Teilen des Umlandes von Damaskus. Das ist also die Antwort der Aufständischen auf den militärisch sehr harten und massiven Vormarsch der Streitkräfte. Ich verstehe. Man hört in Aleppo aber auch, dass die Aufständischen eben nicht nur militärische Aktionen starten, sondern im Grunde versuchen auch wirklich drakonische Strafen und Gesetze gegen die Bevölkerung einzuführen. Was wissen Sie denn konkret darüber? Ich habe also nicht die Möglichkeit gehabt, im letzten Monat Aleppo zu besuchen. Aber ich habe mit Leuten gesprochen, die dort leben, in den Gebieten, die von der Regierung kontrolliert werden. Aber man hört diese Berichte auch aus den von den Aufständischen kontrollierten Gebieten. Dort sind ja vor allen Dingen islamische oder islamistische Gruppen im Vormarsch oder sie haben dort das Sagen. Und sie haben zum Beispiel Scharia-Gerichte eingerichtet, also Gerichtshöfe, die nach dem islamischen Recht Scharia
Recht sprechen, diese Richter, die dort Recht sprechen, sind Personen aus diesen aufständischen Gruppen. Die verhängen also drakonische Strafen wie Auspeitschen oder auch Köpfen oder auch Handabschlagen. Also es gibt Berichte und auch Videoaufnahmen von solchen Urteilen, die dann in der Öffentlichkeit vollzogen werden. Da wird also die Bevölkerung praktisch gezwungen, sich dort aufzustellen und diesem Urteil beizuwohnen. Und ein Fall hat also wirklich einen Aufschrei durch ganz Syrien ausgelöst und auch darüber hinaus. Das war ein junger Mann, ein Jugendlicher eigentlich, der also Tee an einem Straßenstand verkauft hat. Und da sind also solche Aufständischen zu ihm hingekommen, wollten Tee von ihm kaufen oder es war vielleicht auch Kaffee, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Und dann hat er gesagt, ja, das kostet so und so viel. Und dann haben die gesagt, nein, wir sind hier diejenigen, die das Sagen haben, wir bezahlen nichts dafür. Und dann hat er einen Satz benutzt, der eigentlich in der arabischen Welt so eine Art Sprichwort ist. Und zwar hat er gesagt, also selbst wenn der Prophet Mohammed hierher kommen würde, er müsste sein Getränk bezahlen. Und daraufhin haben die also ihm vorgeworfen, er hätte den Propheten beleidigt, haben ihn festgenommen und haben ihn zum Tode verurteilt und haben ihn in Anwesenheit seiner Eltern mit einem Kopfschuss, glaube ich, sogar getötet. Und das wurde also, das hat einen Aufschrei nach sich gezogen und es gibt mittlerweile immer mehr Leute, auch in den kontrollierten Gebieten, also in den von den Aufständischen kontrollierten Gebieten, die gegen diese Aufständischen auf die Straße gehen und protestieren. Das gibt es in Aleppo, das gibt es auch aus Irak. Immer wieder gehen die Leute auf die Straße und protestieren gegen sie. Und das ist natürlich eine sehr mutige, aber auch eine sehr wichtige Entwicklung. Man hat kürzlich gehört, dass der Kommandant der Freien Syrischen Armee, Kamal Hamami, von einer Gruppe, die sich Kämpfer des Islamischen Staats im Irak und im Scham nennt, getötet wurde. Was wissen Sie über diese Gruppe und worauf sind die Spannungen zwischen den einzelnen Gruppierungen der Aufständischen zurückzuführen? Worum konkurrieren die? Also diese islamische Gruppe, Islamischer Staat, Irak und Syrien wird im Allgemeinen der Al-Qaida im Irak zugerechnet. Die haben auch, also diese islamistische Gruppe hat auch, ich glaube es war im März, erklärt, dass sie sich also der Al-Qaida im Irak zugehörig fühlen. Und da gibt es also eine Art Verbrüderung oder eine Allianz zwischen diesen verschiedenen Gruppen unter dem Dach der Al-Qaida. Wobei ich immer wieder sagen muss, also diese Al-Qaida-Gruppen, man darf dabei nicht vergessen, dass diese Gruppen ursprünglich in Afghanistan von den USA und von Saudi-Arabien gegründet worden sind. Also das sind Gruppen, die sicherlich zum großen Teil auch kontrolliert werden von ausländischen Geheimdiensten. Aber wie dem auch sei, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Diese Gruppen sind also sehr aktiv im Norden und im Osten Syriens und die kämpfen sowohl gegen die Gruppen der Freien Syrischen Armee als auch gegen kurdische bewaffnete Gruppen. Die haben sich also gerade in Ras al-Ain eine richtige Schlacht geliefert mit den Kurden, wobei die Kurden also bisher da siegreich daraus hervorgegangen sind. Der Hintergrund dieser Kämpfe ist sicherlich, dass es Kämpfe sind um Verteilung, also um Kontrolle von Gebieten, um Kontrolle von Kontrollpunkten, von Straßen, von Ortszugängen. Es ist ein Verteilungskampf um Ressourcen. Also im Norden und im Osten des Landes befinden sich die meisten Ölquellen, von denen ein Großteil unter der Kontrolle der Aufständischen, also unterschiedlicher aufständischer Gruppen sind. Also es ist ein Krieg um Zugang, um die Kontrolle von Gebieten und von Ressourcen. Dabei muss man sagen, dass also diese Freie Syrische Armee im Norden des Landes
doch erheblich geschwächt ist. Also nicht nur dadurch, dass die islamistische Gruppe so stark geworden ist, sondern dass diese Gruppierungen, die sich als Freie Syrische Armee bezeichnet haben, auseinandergefallen sind. Viele haben aufgehört zu kämpfen. Es gibt Berichte, dass also Offiziere oder Kommandanten aus dieser Gruppierung zum Beispiel sich nicht an einer Schlacht um Aleppo beteiligen wollen und lieber wieder über die Grenze in die Türkei gegangen sind, um sich dort also in den Flüchtlingslagern aufzuhalten, wo sie also vor den Kämpfen sicher sind. Es gibt also Auflösungserscheinungen, ein gewisses Chaos und auf Seiten dieser Freien Syrischen Armee, und das wird sicherlich von den islamistischen Gruppen auch ausgenutzt, um sie also massiv zu bekämpfen. Wie verhalten sich denn die ausländischen Unterstützerstaaten dazu? Ja, also diese ausländischen Unterstützerstaaten, es ist ja interessant, dass zum Beispiel Saudi-Arabien sowohl Waffen und Geld an die Kämpfer der Freien Syrischen Armee liefern, als auch an diese islamistischen Gruppen, die der Al-Qaida zuzurechnen sind. Also da spielt Saudi-Arabien eine ganz zweifelhafte Rolle. Aber der Westen insgesamt, also Europa, die USA und die Golfstaaten, so wie sie sich jedenfalls äußern, wollen eigentlich eher die Freie Syrische Armee unterstützen und die islamistischen Gruppen bekämpfen. Das hat auch damit zu tun, dass bei diesen islamistischen Gruppen auch Kämpfer sind, also Gotteskrieger oder Salafisten, die aus westlichen Staaten hierher nach Syrien gekommen sind oder nach Syrien gekommen sind, um sich dort also diesen islamistischen Gruppen anzuschließen. Und im Westen, also explizit in Großbritannien hat man das so gesagt, aber auch in Frankreich, aber auch in der Bundesrepublik, weiß man also, dass Personen aus diesen Ländern in Syrien kämpfen und man will verhindern, dass die zurückkommen nach Europa, um also dort möglicherweise Anschläge zu verüben oder was auch immer. Und deswegen versucht der Westen also auf jeden Fall diese Freie Syrische Armee zu unterstützen, logistisch, mit Ausbildung, auch mit Waffen. Aber durch diese inneren Auflösungserscheinungen und dieses Gesamtchaos, was sich eigentlich bei diesen bewaffneten Gruppen zeigt, ist das natürlich eine sehr schwierige Aufgabe. Und das spiegelt sich darin wieder, dass also der Westen immer mehr auch Abstand davon nimmt, von der Bewaffnung, also weiter Waffen nach Syrien zu schicken, weil man den Eindruck hat, dass die ganze Lage immer chaotischer und unübersichtlicher wird. Wenn ich das vielleicht noch eben kurz hinzufügen darf, in Syrien selber habe ich also mit Oppositionellen gesprochen und die sagen also, dass sich nach ihrer Einschätzung Syrien immer mehr in eine Art Somalia verwandelt. Das heißt, es gibt bestimmte Gebiete, die unter Kontrolle von bestimmten bewaffneten Gruppen sind. Sie haben also von Warlords gesprochen, also kleinen Kriegsfürsten, die ein bestimmtes Gebiet für sich beanspruchen und zum Beispiel eine Ölquelle oder den Zugang zu Wasser. Und damit sind sie sehr zufrieden, wenn sie das besetzen und kontrollieren, weil sie damit auch Geld machen können und dafür bekommen sie irgendwoher Waffen, womit sie also diese Ressourcen auch verteilen können. Also das hat eigentlich überhaupt gar nichts mehr damit zu tun, weswegen möglicherweise Leute am Anfang gesagt haben, wir wollen Waffen haben, um das Regime zu bekämpfen, sondern es findet eine Fragmentierung statt, die des Landes und von Gebieten, wo dann eben halt bewaffnete Gruppen, also Kriegsfürsten, die Kontrolle haben. Noch eine allerletzte Frage zur Bevölkerung. Wie ist denn trotzdem die Stimmung? Also einerseits sagen Sie, Syrien scheint zu zerfallen, zu fragmentieren. Es gibt Gewalt. Gibt es eine Hoffnung noch in der syrischen Bevölkerung auf eine politische Lösung oder ist das weit, weit weg? Also nach dem Eindruck, den ich habe, sind die Leute natürlich, die 90%, wenn nicht sogar noch mehr, möchten, dass der Krieg sofort aufhört. Aber sie wissen auch genau, dass man sie gar nicht fragt. Also der Westen fragt sie nicht,
und auch das Regime fragt sie nicht wirklich, sondern die Waffen sprechen. Und sie sind natürlich sehr stark damit beschäftigt, ihren Alltag zu organisieren. Zumal auch alles unglaublich teuer geworden ist in Syrien. Also das Pfund hat enorm an Wert verloren gegenüber dem US-Dollar. Und die Preise sind gestiegen. Viele Leute haben ihre Arbeit verloren. Die westlichen Sanktionen gegen Syrien drücken natürlich enorm auf die Wirtschaft und auf jede einzelne Person. Also sie sind sehr müde von dieser ganzen Situation und haben sicherlich, das ist also mein fester Eindruck, das Vertrauen in den Westen auch verloren, in diese Werte Demokratie und Freiheit. Also viele Leute lachen dann nur noch, wenn sie das hören. Denn das, was sie also täglich vor Augen haben, ist natürlich Krieg und ein absoluter Niedergang der Wirtschaft und der Ökonomie. Politische Oppositionsgruppen, die es ja nach wie vor im Land gibt, befassen sich mit der Ausbildung der Bevölkerung. Also zum Beispiel geben sie Seminare über die Bedeutung von Zivilgesellschaft, von Bürgerrechten, wie man mit Medien umgehen sollte, wie man Medien versteht, wie man selber vielleicht auch medial tätig werden kann. Also sie nutzen jetzt diese Zeit, so gut es geht, um eine Art Bildungsprogramm voranzubringen unter der jungen Bevölkerung, dass die eben nicht den Mut verliert und dass sie gestärkt wird, auch in Zukunft, wann immer das sein wird und der Krieg zu Ende sein wird, dass sie also die Fähigkeiten haben, auch für ihre Gesellschaft und für ihr Land aktiv zu werden. Vielleicht noch das eine, dass die jungen Leute, die ich getroffen habe, die vielleicht am Anfang auch für diese Oppositionsgruppen gewesen sind, vielleicht sogar auch an Demonstrationen teilgenommen haben, die haben sich alle zurückgezogen und versuchen, die Zeit so gut es geht zu nutzen, um zum Beispiel ein Studium fertig zu machen, um ein Aufbaustudium zu machen. Manche Leute haben angefangen, Musik zu machen. Sie sind in ein Orchester gegangen. Ein junger Mann hat angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Also es gibt so einen Rückzug in sich selber oder in den Freundeskreis, um diese schwierige Zeit zu überstehen. Frau Lockefeld, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.